Hey ho, meine Lieben, es ist wieder Backstunde. Ja, ich habe mir wieder diese Packung von Dr. Oetker geholt. Mach mir eine Käsesahne, aber eine ganz besondere. Ich werde die zu einer Amarena-Kirschkäsesahne umbauen. Und zwar einmal mit einem Glas Amarena-Kirschen. Und dann habe ich hier noch eine Amarena-Kirschsoße. Ob ich die jetzt noch brauche, weiß ich noch nicht. Das Ganze ist für mich persönlich wieder experimental. Ich weiß auch nicht, ob es das schon mal jemals gegeben hat, eine Amarena-Kirsch-Käsesahnetorte. Aber ich mache das einfach. Und weiter drüben in meinem kleinen, aber feinen Backstudio. Tja, Leute, um das alles etwas abzukürzen, ich habe die Springform schon eingefettet, habe meine Butter schon abgewogen, die Eier da liegen, die Packung schon geleert und ich mache jetzt ganz einfach den Teig, zu dem Boden backen, den Boden abkühlen lassen, schnibbeln und hole euch erst wieder hinzu, rein theoretisch, wenn ich dann die Füllung mache. Das andere könnt ihr ja noch nachgucken mit dem Bodenbacken etc. pp. In das große Backen war das, glaube ich, Teil 1 und Teil 2. Genau. Ja, bis nachher. Kurzer kleiner oder klitzekleiner Zwischenstand. Mein Boden ist soweit fertig gebacken. Jawohl. Und ja, der wartet jetzt drauf, bis er schön abgekühlt ist. Dann einmal halbieren. Und wenn das dann soweit erledigt ist, tja Leute, dann fange ich mit meiner Füllerei an. Füllerei. Ja, auseinandergeschnibbelt, Tortenring drumherum gestellt für nachher zum Füllen. Deckel, und das stelle ich jetzt alles mal auf die Seite und dann kommt hier die Küchenmaschine wieder her. Ja, und dann geht es mit der Füllung weiter. Also, wahrscheinlich werde ich die Soße so jetzt gar nicht verwenden. Ich denke, dass das dann auch ausreicht, auch von der Süße her, weil das Zeug ist ja babsüß. So, dann werde ich jetzt erst einmal noch die Sahne fertig schlagen. Und danach dann nach Anleitung. Okay. Die Mischung für die Füllung mit 200 Gramm oder 200 Milliliter warmem Wasser aufrühren und dann den Quark unterheben. Und da werde ich euch dann natürlich wieder hinzuholen. Und da geht es nämlich dann auch mit den Amarena-Kirschen nachher weiter. So, aber jetzt erst einmal die Sahne steif schlagen. Jo, und weiter geht's. Ja, der Wasser ist warm. Portionsweise unterheben. Wie viele Portionen man machen soll, haben sie nicht gesagt, geschrieben. Aber ich nehme an, 3 Portionen sind okay. Boah, geh halt auf. Oh. Oh, babsüße Amarena.
Vielleicht habe ich doch noch was von der Amarena-Cashew-Soße rein. So, das muss reichen. Die Farbe. Tja, und dann heben wir die Sahne unter. Also wer es jetzt richtig rot haben will, der kann ja noch eine Lebensmittelfarbe mit da reinmischen. Aber ich denke, das ist dann so in Ordnung für mich. Oh, schmeckt das geil. Schmeckt das geil, Leute. Aber soll ich euch was verraten auf diese Menge? Hau ich die restliche Soße auch noch rein. So. Und dann wollen wir mal hier die ganze Masse hier drauf experimentieren. Wie sich natürlich jetzt hier die einzelnen Kirschen dann hier drin verteilen, das ist dann Überraschung. Boah, mächtig. Eine Amarena-Käsesahne-Kirschtorte. Wie geil ist das denn? Mmh. Mmh. Geht schlecht, ja. Mmh. Mmh. So, dann noch den Boden hier drauf experimentieren. Bisschen festdrücken. Ja, dann mache ich mein unteres Kühlschrankfach leer. Und dann darf das Teil erst einmal die nächsten Stunden im Kühlschrank. Wir sehen uns dann morgen später oder irgendwie so. Juhu, Leute, es ist soweit. Da ist er. Aber zuerst müssen wir den noch einteilen. So. Leider habe ich keinen Tortenteiler, noch nicht. Aber die Dinger kosten ja nicht die Welt. Werde ich mir demnächst einen noch holen. Ach komm, machen wir mit Freihand nachher. Egal. Und dann haben wir hier einmal den Puderzucker. Jetzt habe ich gerade Geschirr gespült.
wie gesagt, das meiner ist, darf da hier schön viel drauf. Warum lege ich das nicht einfach weg? Ach komm. Na komm schon. Raus jetzt. Oh. Irgendwann flippe ich echt aus hier. So, schön viel Puderzucker. So wie es der Michi mag. Tja Leute, aus welchem Anlass habe ich das Ding gebacken und gebaut? Aus gar keinem. Einfach weil ich es kann, weil ich es mag und weil ich Bock drauf gehabt habe. Haha! Ja. Also wenn die Schicht an Puderzucker mir nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich hätten wir auch einen Zuckerguss machen können. Glaube ich auch nicht schwer, ein bisschen was in Puderzucker in Wasser auflösen und so, aber egal, immer das Scheißegal, gell? So. Einmal Hilfsmittel, ne, da nehme ich kein Messer, doch, nehme ich ein Messer, ist mir, ist ja. Jetzt runter, du Lump. Also Leute, ich bin hier schon voll am Naschen. Also normalerweise würde ich jetzt den Rand noch mit der Kelle, mit der Platte ein bisschen glatt ziehen. Ach komm. Wo ist sie? Das kann man auch noch schnell machen. Mal schauen, ob es funktioniert, so wie ich das möchte. Ja, nicht ganz so hundertprozentig. Aber das Überstehende ist dann weg. Zumindest ein bisschen. Ja. Ja, fertig ist meine Amarena-Käsesahne-Kirschtorte. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das auch ohne Tortenteiler halbwegs mal einteilen können. Ja. Ich habe sogar extra Werkzeug hierzu zum Schnibbeln. Das kann ich mit dem Messer rausholen. Tja Leute, ein Riesenstück Amarena Käsesahnetorte. Tja, und da fehlt noch was, bevor ich jetzt hier das Ding verkoste. Das hole ich mir jetzt, richte ich mir her und dann sehen wir uns wieder. Jo, meine Lieben! Meine Amarena Käsesahnetorte
was soll ich sagen, es staubt und ich finde es lecker. Richtig lecker. Meint die etwas andere Käsesahne. So mit Ananas drin, Mandarinen, Pfirsich und Co. Haben wir schon oft gesehen, schon oft gehabt. Aber mal mit Amarena-Kirschen drin. Das ist was ganz was anderes. Ja. Was habe ich vorher gemeint? Was fehlt? Ganz klar, ein Tässchen Kaffee. Ja. Ich werde jetzt mein Törtchen genießen. Heute ein Stückchen, morgen ein Stückchen auf alle Fälle. Und dann schaue ich, dass ich die in Dosen schön in die Gefriere tue. Und dann so immer wieder mir mal ein oder zwei Stückchen raushole. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, der erfährt ja, jetzt, was es im nächsten Video gibt. Da gibt es richtig geile, leckere Steaks. Ja, Schweinenackensteaks. Aber wie ich die mache, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Okay, Freunde, das war's. Tschaikowski. Vielen Dank fürs Zugucken von diesem Video und ich gehe jetzt Kaffee und Kuchen machen. Ciao.